Er hat wirklich einen sehr sympathischen und netten Eindruck gemacht. Ich habe hier meinen Hund abgegeben und kriege ihn hier nicht mehr zurück. Ich bin angebettelt und angefleht, dass er ihn zurückbringen soll. Ich gebe ihm Geld, ich gebe ihm alles, habe ich ihm gesagt. Aber es kommt keine Reaktion. So wie sich das Ganze abgespielt hat, das lässt natürlich auch vermuten, dass der Mann das nicht zum ersten Mal gemacht hat, sondern da schon öfters auffällig geworden ist. Wenn man merkt, das ist ein Verbrecher, der hat uns betrogen, der hat uns unseren Hund weggenommen, dann kriegt man Wut. Wut. In 3 Sekunden bitte. Jetzt? Ja. Und bitte. Schön. Und auf jeden Fall bin ich auf einen Herrn gestoßen namens Thomas Schneider alias, wo nicht sein wirklicher Name ist. Und daraufhin habe ich ihn angeschrieben. Er hat mich angerufen. Wir haben uns getroffen, hat einen sehr netten Eindruck gemacht, sehr erfahrenen Eindruck gemacht, sehr sympathisch. Und daraufhin haben wir uns vereinbart, dass wir den bei ihm doch da lassen. Und am nächsten Tag, wir wollten ihn erst kennenlernen, nach dem Kennenlernen, haben wir uns entschlossen, doch den Attest bei ihm zu geben. Aus dem Grund haben wir den Attest bei Herrn Thomas alias Thomas Schneider gelassen. Das heißt also was? Ja, wir durften nicht in die Wohnung rein, weil seine Bekannte da eigen ist. Er hat familiäre Probleme gehabt, deswegen ist er bei einer Bekannten untergekommen, bis er seine eigene Wohnung beziehen konnte. Würde es noch 1-2 Wochen dauern, solange würde er bei seiner Bekannten wohnen und die wäre eigen. Und sie wollte niemanden im Haus haben, keine Fremden jedenfalls nicht. Und wir waren ja in dem Sinne Fremde. Wir haben uns verabredet.
Er ist auch aus dem Haus rausgekommen. Wir haben uns getroffen. Wir sind spazieren gefahren. Er hat wirklich einen sehr sympathischen und netten Eindruck gemacht. Hilfsbereit, entgegenkommend, verständnisvoll. Ich habe ihm ein SMS geschrieben, dass ich den Atesh gern abholen kommen möchte, wo er dann sei. Auf jeden Fall habe ich ihn nicht mehr erreicht. Daraufhin bin ich zu der Adresse hingefahren, wo ich meinen Hund abgegeben habe. Da hat sich das herausgestellt, dass der Herr Thomas Schneider gar nicht dort bei seiner alten Bekannten ist, sondern dort nur zu Untermieter vorübergehend war. Dann ist uns natürlich alles, das ist mir alles weggerutscht. Ich war richtig fix und fertig. Dann haben wir, ich hatte Gott sei Dank Abschiedsbilder gemacht, ich hatte ein Bild von dem Mann. Also sind wir auf die Suche gegangen, haben recherchiert. Anhand der Recherchen haben wir herausgefunden, dass er gar nicht Thomas Schneider heißt. Das ist ein Alias-Name. Der hat mehrere verschiedene Identitäten über Internet. Ich habe noch vorhin vom Amt aus ihn angerufen auf sein Handy und habe ihn angebettelt und angefleht, dass er ihn zurückbringen soll. Ich gebe ihm Geld, ich gebe ihm alles, habe ich ihm gesagt. Aber es kommt keine Reaktion. Dieser Mensch hat überall Leute betrogen und hintergangen und enttäuscht. Also angefangen von seiner Familie bis zu seinem Freundeskreis, bis zu seinem Sportverein, überall, wo er, bis zu seine Ex-Lebensgefährtinnen, die sind alle von ihm sehr, sehr enttäuscht. Also scheint wohl seinen Lebensunterhalt nur unter solchen Umständen zu finanzieren, um Leute betrügen, ausnehmen. Nachhinein, wenn man mit der Realität konfrontiert wird, wenn man merkt, das ist ein Verbrecher, der hat uns betrogen, der hat uns unseren Hund weggenommen, dann kriegt man Wut und Enttäuschung und man kann es nicht in Worten wiedergeben. Natürlich denke ich, weil im Moment werden hauptsächlich reinrassige Hunde werden entwendet, sei es jetzt aus Tierheimen, aus Gärten, aus vor dem Einkaufszentren. Das sind immer reinrassige Hunde und hauptsächlich auch Rüden. Und ich weiß es nicht, der Mann hat mehrere Identitäten. Vielleicht hat er auch Kontakte zu solchen Leuten und vielleicht gibt er auch so meinen Hund weiter oder auch die anderen Hunde. Ich weiß es nicht. Ich habe da mein Bedenken. Ich hoffe, dass es ein Einzelner ist, der aus Not, also Geldnot, so gehandelt hat. Und ich hoffe nicht, dass er so zu einer Mafia gehört. Er ist sehr schwer einzuschätzen. Der Hund ist für uns und auch von Freundeskreis her sehr, sehr, sehr wertvoll für uns. Von seinen Charakterzügen aus her ist er also wirklich, der lernt sehr schnell, er ist sehr lernfähig. Er hört. Er ist verspielt, er ist frech, natürlich, er ist sehr aktiv, aber er ist ein sehr zugänglicher und lernfähiger Hund. Ist das denn das Gehen? Ich würde alles machen, ich würde alle Wege gehen. Also ich scheue keinen Weg, ich scheue kein Gespräch, ich scheue gar nichts. Also ich würde alles machen. Ich kriege Hinweise auf 200 Kilometer Entfernung, dass da was gesichtet worden ist. Ich setze mich ins Auto und fahre einfach dahin, um nur dem nachzugehen. Ich kriege Hinweise, dass er irgendwo ein Hund gesehen worden ist, der so ähnlich ist. Es könnte er sein. Also meine Gedanken in seine Richtung sind, ihm müsste wirklich das Handwerk gelegt werden. Die ganze Welt müsste wissen, wenn sie diesen Mann sehen oder kennen, dass niemand mehr ihm seinen Hund anvertraut. Noch nicht mal, um mal nur für 2 Sekunden festzuhalten. Alle. Ja. Okay. Guck mal, was für ein Hund der gibt, wie toll der ist. Gell? Ja. Was für Hunde oben sind. Rock, und zeigst du nochmal? Hier. Zeigst du nochmal, Rock? Und hier steht Rock. Nein, da oben hier. Ach so. Gästebuch, Preise, sein Home. Sein Home können wir auch mal angucken.
Ja. Wir kriegen ihn schon wieder. Er sieht auch ganz schön aus. Der ist wirklich sehr süß.